Sarah ist eine starke, taffe Prinzessin und das finde ich ziemlich cool, weil das originale Grimmsche Märchen, da ist es eher so, dass die Prinzessin am Ende abgeschleppt wird und das war's. Und wir haben das für unser Märchen einfach ein bisschen umgeschrieben. Und die kämpft für sich selber und die klärt ihre Probleme selbst und ruft dann nicht den Hans oder irgendeinen Prinzen. Und gleichzeitig steht sie auch für die Menschen und ihre Beziehung zur Hüterin ist eine ganz spezielle, weil die Hüterin des Waldes für die Natur steht und sie für die Menschen und die im Streit miteinander sind. Und das ist ein ganz aktuelles Thema, das uns alle betrifft. Und das mag ich so gerne an ihr. Die Facetten, die sie hat und dass ich kämpfen darf und all das. Das Märchen vorher nicht. Als ich es gelesen habe, dachte ich so, oh, hier erkenne ich irgendwie was, da erkenne ich was. Es wirkte für mich ein bisschen wie ein Märchen, das aus ganz vielen Märchen zusammengewürfelt ist. Und ich habe es sehr, sehr gerne gemocht, aber ich habe mich auch gefreut, als ich das Drehbuch gelesen habe und gemerkt habe, wie anders das dann nochmal ist, weil es einfach nicht mehr aktuell ist. Sowas geht nicht mehr. Das Frauenbild, was wir dort transportieren, beispielsweise, ist eine Katastrophe und deshalb mussten wir es einfach ändern und jetzt ist es nochmal um einiges besser geworden. Ich glaube, ich habe mich schon mein Leben lang auf diese Rolle vorbereitet, weil ich der größte Märchen-Junkie aller Zeiten bin. Also als Kind war das so, wenn meine Eltern mir ein neues Märchen vorgelesen haben, mussten sie mir danach nochmal eins vorlesen, das ich schon kenne, weil ich einfach so aufgeregt war und aufgekratzt von der neuen Geschichte, dass ich nicht einschlafen konnte. Von daher gibt es schon eine Vorbereitung mein Leben lang, aber ich habe auch noch speziell Fechttraining bekommen, weil ich Kampfszenen habe in dem Film. Und das war eine starke Vorbereitung und dann natürlich Leseproben. Das heißt, mit Regisseur und Spielpartnern, zum Beispiel Lukas, sind wir durch den Text gegangen, gemeinsam haben uns durchgelesen, wie wollen wir was machen und ja, so sah meine Vorbereitung aus. Bei den Dreharbeiten habe ich bislang beobachten können, dass Märchen für alle nochmal so einen eigenen Charme hat oder jeder da so seine eigenen Erinnerungen hat und dass da so Kindheitserinnerungen einfach hochkommen und das ist spannend zu sehen, wie Erwachsene dann auch so ein bisschen wieder Kind werden und sich das erlauben dürfen. Und ich finde es ein ganz, ganz großes Privileg, dass wir in einem Wald drehen, wo eine kleine Hexenküche eingerichtet wurde und all diese Drehorte sehen so fantastisch und so magisch und so speziell aus, dass man da einfach, ich genieße das nur. Auch jetzt im Oktober nochmal so an der frischen Luft zu sein und das alles mitzunehmen. Ich habe so Spaß mit dem Team und an den Orten, mit den Texten. Es ist so was Spezielles und ja, ich habe mir da einen kleinen Traum erfüllen können. Also, wenn mein fünfjähriges Ich gewusst hätte, dass das zukünftige Ich so was Geiles irgendwie erreicht und mir die Möglichkeit gibt, so ein Märchen zu leben, ich glaube, ich hätte mich so gefeiert und ich hätte, glaube ich, 3 Jahre durchgetanzt und ja, mich schon mal darauf gefreut. Das Casting zum Film hat unheimlich viel Spaß gemacht, weil wir auch da gut beschäftigt waren und in verschiedenen Konstellationen uns ausprobieren durften. Und solche Texte zu spielen und Märchen zu spielen, ist was ganz anderes als das, was ich bislang gemacht habe, weil es viel ernster war. Ich habe gerade 2 Krimis gemacht und dann in so eine Geschichte reinzugehen, die so fantasievoll ist und man weiß, man hat so eine interessierte, auch junge Zielgruppe, die so brennt und bei Bösewichten so ausrastet und richtig mitschreit. Also wenn man in ein Kindertheater geht und sieht, wie Kinder ausflippen, wenn sie für jemanden brennen oder gegen jemanden sind, dann einfach die Vorstellung, dass das mal für Kinder auch gemacht wird, hat mich schon im Casting so beeinflusst und beflügelt, dass ich unfassbar viel Spaß hatte an den Texten und das Drehbuch war auch schon sehr weit. Wir haben uns auf Anhieb, glaube ich, alle auch sehr, sehr gut verstanden. Ich hatte einfach nur Spaß und richtig Bock, das Projekt zu bekommen und war sehr froh, als ich dann die Zusage erhalten habe. Ich würde sagen, unsere Märchenverfilmung hat 2 wichtige Botschaften. Und zwar ist die erste, dass wir mal schauen müssen, wie unsere Beziehung zur Natur gerade ist. Wir haben die Hüterin auf der einen Seite und die Menschen und Prinzessin Sarah und ihr Volk auf der anderen Seite, die einfach im Streit miteinander sind. Und das ist ein sehr aktuelles Thema. Wie gehen wir mit der Natur um? Was passiert da gerade? Klimawandel? Wie sind wir mit unserem Plastikverbrauch? Wie ernähren wir uns? Das sind alles so Fragen, die aufkommen. Fridays for Future. Kinder gehen gerade auf die Straße und wir machen einen Film für Kinder und sehen, dass es ein Thema ist, das sie interessiert. Das heißt, das ist die eine Moral.
Macht euch Gedanken, wie ihr mit der Natur und wie ihr mit eurer Umwelt umgeht. Und zum anderen auch, was will ich selber? Was will der starke Hans? Der starke Hans überlegt sich, okay, ich habe eigentlich Lust, auf Wanderschaft zu gehen. Was hält mich da, wo ich gerade bin? Wo will ich hin? Wie lerne ich mich selber kennen? Und dass das ein aktiver Prozess ist, den man einfach mit sich machen muss, um ein vernünftiger Teil der Gesellschaft zu werden, ist so. Wir müssen uns Gedanken machen, was für ein Mensch wollen wir sein und leben wir gut, so wie wir leben. Und das finde ich ganz spannend, dass das in dem Märchen behandelt wird und dass Kindern auch schon zugetraut wird. Ich meine, das ist ein Film für die ganze Familie, aber dass man damit als Familie vielleicht auch davor sitzt und dann aktiv mit den Kindern ins Gespräch geht und gerade sie fragt, ja, was wollt ihr eigentlich vom Leben? Worauf habt ihr Lust? Und wie lebt ihr aktuell? Und dass man einfach, ja, dass Gespräche entstehen, hoffe ich, über genau diese Botschaften, die wir transportieren wollen. Gerne noch weitere Märchenfilme machen. Ich glaube, ich habe jetzt erst richtig Blut geleckt. Ich würde ganz gerne mal, ich weiß gar nicht, welche Märchen ich machen wollen würde, aber ich hätte auch mal Bock, so eine Hexe zu spielen oder sowas, weil ich glaube, dass Kinder sich richtig, ich würde gerne Kinder einfach mal dazu bringen, so richtig aufgeregt zu sein und wütend auf mich. Und gleichzeitig, wenn ich mir das anschaue, wären mir so Waldschrate, also so ganz mystische Wesen, die auch unheimlich schräg aussehen und so ganz überzogen spielen dürfen und lustig sind. Ja, auf so spezielle Rollen hätte ich einfach nochmal Lust. Vielleicht auch ein Zwerg. Wer weiß. Würde auch bei meiner Körpergröße ganz gut passen. Ja, ich hab noch auf so viele Dinge Bock. Aber Märchen gerne immer wieder.